Lialo zum 6. Dezember 2015. Wenn ihr das Video zum späteren Zeitpunkt seht, ist gerade Dezember, das ist gleich Nikolausi quasi. Ne? Also, nach der Uhr, ja, noch nicht ganz Nikolausi, aber bald. So, und weil Nikolausi, ich hatte versprochen auf meiner Community, ne? Sobald meine neuen Zähne drin sind, ihr erinnert euch noch an das Video, ja, da sah ich Jahresanfang 2015 ein bisschen anders aus. Ja, neue Zähne sind drin, ja, die war teuer, da können wir am Ende nochmal dazu. Weil jetzt quasi Weihnachten vor der Tür steht, für euch, ne? Also haltet ja meine Versprechen, ja, manchmal. Linux-Welt 2016, also das Jahreswechsel steht quasi schon vor der Tür. Ich mache mal so ein Remake. Es gab mal so ein Video, Onkel Bernd liest vor. Ne? Wie sieht mein Schnäuzer aus? Ich sehe ja aus wie Adolf. Ja, gut, das liegt am Licht. Ja, vielleicht soll ich mal auf grün umstellen oder so. Ob der Adolf in grün besser aussieht, weiß ich auch nicht. Jedenfalls geht es jetzt mit dem Linux-Welt. Ich lese jetzt nur mal ein paar Überschriften vor und zitiere dann frei. Ich kann ja jetzt nicht das Copyright, ich kann ja jetzt nicht einfach so. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Linux und das schnöde Geld. Ne? Also da geht es quasi schon los und am Ende des Videos sage ich nochmals was zum ganz schnöden, blöden Geld. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich wieder verschiedenste Distros auf der CD. Die CD ist nicht mehr drin, die habe ich schon drin gehabt. Alles über, also 10x Linux ist drauf. Ne? Alles so mit Ubuntu 15.10, halt immer die aktuellsten Distros sind da so drauf. Sehr schön, und da gibt es dann einzelne Berichte, selbstbestimmt im Web zum Beispiel. Gut, was haben wir für Distros drauf? Kubuntu 15.10, Ubuntu Mate, ne? Mate? Mate, ne? Mate. Ja, einer hat gesagt, das spricht man nicht Mate. Das spricht man aus wie den T in ganz weit weg. Ne? Ubuntu Mate. 15.10, Mate heißt ja Freund, oder ich dachte immer, er ist Freund. Ja, hier wieder so eine Namenskomischheit, ne? Xubuntu Core 15.10, ne? Das ist nicht der Snappy Core, das hat damit nichts zu tun, kommt erst später. Ne? Kommt vielleicht bei Ubuntu 16.04, also der nächsten LTS, dass da der Snappy Core drin ist, aber Ubuntu Core, Core heißt Kern. Ne? Das ist jetzt ein kleiner Kern für Xubuntu. Was haben wir noch drauf? Bodhi Linux 3.1.0. Ich dachte, Bodhi wäre mal so am Ende, aber ich, kann das sein, dass Samsung da die Finger drin hat? Ich weiß nicht. Also irgendwas mit Enlightenment. Samsung fördert auch Linux in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel haben die ja Smart TVs. Ne? Ja, sowas hier, wo ihr vielleicht gerade guckt. Ne? Und dann brauchen die auch einen Desktop. Ne? Und das kostenlos ist halt Linux. Und dann fördern die halt auch so, ne? Enlightenment zum Beispiel. Ne? Und schon geht das wieder vorwärts. Und es ist dann vielleicht wieder in Bodhi Linux drin. Irgendwie so. Ne? Also es muss jetzt nicht so hundertprozentig, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt ja kommentieren. Ne? Das ist wieder richtig schön, was ich für Blödsinn erzähle. So. Lubuntu 15.10, also alles mit 15.10. Ne? Das ist so eine Zwischenversion wieder, so eine Bastelversion. Ab 16 kommt dann wahrscheinlich der Snappy Core. Schauen wir mal, warten wir ab und sehen wir mal weiter. Vielleicht wollen wir dann lieber Ubuntu 15.10 zurück, weil das Snappy Core dann noch nicht so funktioniert oder auch nicht. Geparted Live. Na, Geparted ist eigentlich ein Partitionierungsprogramm. Jetzt hat man natürlich dann ein ganzes Linux-System gemacht, eigentlich nur zum Partitionieren. Das macht auch dann Sinn, wenn man zum Beispiel Windows benutzt und sucht ein kostenloses Partitionierungsprogramm und muss erstmal booten. Ne? Das kann ja nicht partitionieren. Ne? Während Windows läuft, partitionieren ist ein bisschen doof. Ja, angenommen, man will die ganze Festplatte formatieren und Windows ist noch die Abgabe steht, was ich meine. System Rescue CD 460 ist drauf, Xlaco 3.1, also immer diverse Linux-Distros, nicht immer die bekanntesten, dann kann man immer mal probieren. Ubuntu 15.10 ist ein Bericht drauf, ne? Ja. Dass das ziemlich unspektakulär ist, also spektakulär ist das für alle diejenigen, die das neue Kernel haben wollen, 4. irgendwas. Kann ja sein, dass ein Treiber bisher nicht funktionierte und mit dem neuen Kernel geht's. Also da macht das dann schon Sinn, da mal zu gucken, ob das so geht.
erste Schritt, also unter der Oberfläche tut sich immer was, ne? Aber die Benutzeroberfläche sieht gleich aus, das ist unspektakulär. Unspektakulär ist relativ. Außerdem sind viele Bugs gefixt dann, ne? Zum Beispiel habe ich einen Bug gefixt in grafischen Benutzeroberfläche von UFW, also GUFW. Und die ist bei Ubuntu 15.10 schon drin, ne? Also die Firewall. Grafische Benutzeroberfläche. Die ist da schon gebugfixt, aber in der 15.04er wahrscheinlich noch nicht, es sei denn, die sind gerade dabei, das in die offiziellen Repos zu übernehmen. System D in der Praxis. System D ist das Ubuntu startet hoch, ne? Und früher war das was anderes und Init und ja, jetzt heißt es System D und da gibt es auch schon so grafische Benutzeroberflächen, wo man diesen Bootvorgang, mal gucken kann, was da also bootet. Ja, nett. Wayland auf dem Desktop. Ja, das ist jetzt Wayland, lange nichts von gehört. Da mal Bericht, was da jetzt mit los ist und so eine schöne Übersichtsgrafik, was sich da so tut. Neues im Linux-Kernel 4.3. Ist hier auch mal wieder ein Bericht. Ne? Gut. Ubuntu 16.04 wird ein Nagetier, nur, ja. Gut, hier ist der Name von Ubuntu 16.04 dann bereits mal gepostet. Könnt ihr auch im Internet nachlesen. Was haben wir noch? Firefox wechselt zu Chrome-Erweiterungen. Firefox wechselt zu Chrome-Erweiterungen. Chrome oder Chrome? Da steht nicht Chromium. Ne? Firefox wechselt zu Chrome-Erweiterungen, also Plugins oder wie. Interessant. Ne? Also da steht immer so im Kleingedruckte was, so ein bisschen Hintergrund. Deshalb gucke ich da aber manchmal jetzt gerne. Also ich kann es ja nicht vorlesen, sonst kauft ja keiner mehr. Ja, schnöde Mammon, ne? Das stand ja ganz vorne. Datenschutz und Cloud-Regeln. Ja, die Cloud und Datenschutz. Ein nettes Thema, interessiert bestimmt viele. Das geht über mehrere Seiten. Zusammenarbeit im Web. Hm? Wie kann man das tun? Es geht auch über mehrere Seiten anonym im Internet. Das interessiert dann vielleicht auch den einen oder anderen mal so ganz anonym. Ja, geht das überhaupt und wie und was und was für Programme gibt es dafür? Gibt es extra Distros vielleicht dafür und Tails oder sowas? So. Browser-Synchronisierung mal auch ganz. Ja, das muss ja nicht immer gleich bis zum Kernel gehen. Ne? Da kann auch mal ganz praktischer Tipp sein, wie. Ja, synchronisiere ich einen Browser, den ich auf dem PC habe, mit einem anderen, ne? Dass die ganzen Links gleich sind oder so. Der eigene Kalender, ne? Für Firmen vielleicht interessant, ne? Die im Team arbeiten, der eigene Kalender, dass man da nicht irgendwie auf irgendwelche Office-Lösungen angewiesen ist, ne? Von Microsoft oder weiß Gott was, Passwörter verwalten, am besten auswendig lernen. Das andere bringt eh nichts, oder auf Zettel schreiben, ne? Zettel gut verstecken. Fotoserver im Eigenbau. Fotoserver. Wer so viele Selfies macht, so wie ich. Also ich könnte jetzt einen Fotoserver, eigentlich eher einen Videoserver, aber das ist bei mir halt YouTube. Individuell angepasste Live-Systeme. Ja, Live-System ist eigentlich so ein CD- oder USB-Stick, fährt hoch. Kann man normalerweise kaum was dran ändern, außer man macht es persistent, dass man ein bisschen was speichern kann, aber diese Live-Systeme kann man auch individuell anpassen, dass da zum Beispiel schon bestimmte Treiber mit dabei sind, dass man die nicht immer jedes Mal wieder eintippen muss, weil ein Live-System ist eigentlich nicht änderbar. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck. Ne? Gut, wenn jetzt mehrere Leute gleichzeitig den PC benutzen, die Gäste eines Hotels, und die sollen immer hochfahren, und keiner soll was dran ändern. Ne? Das wäre dann zum Beispiel ein Anwendungsfall für ein Live-System. Banking mit Ubuntu Live System. Banking. Ich gehe zur Bank, ne? Zur Bank und dann überweise ich dort. Ne? Da gibt es so kleine Computer im Raum, Vorraum, da kann man aber überweisen. Ja, das ist zum Thema Homebanking bei mir. Ne? Dann mache ich die auch Computer daheim wieder verrückt. Das Surf-System Portoys. Das ist auch wieder so die Richtung Gastsystem. Ne? Und was ist denn? Ubuntu, Mint, live und individuell. Apropos live, gerade wurde mein Monitor geschmutzt. Bin ich überhaupt noch online? Ich glaube, das ist der Bildschirmschoner von Linux Mint. Ich muss mal an den Maus wackeln. Ich bin noch da. Bin noch ganz bei mir gerade.
muss mal öfter wackeln. Mint Live und also Live-Systeme individuell anpassen, damit man was hat, das eigentlich statisch ist, aber so wie man es halt haben will, in Zukunft statisch und nicht wie es fertig auf fertigen CDs statisch ist. Also das eigene Reparatursystem, ja gut, es gibt fertige Reparatursysteme, so Gepartet oder ähnliche, ja, System Rescue CDs, und wenn man ein eigenes Reparatursystem hat, kann man das selber, ne? Das geht alles so in die gleiche Richtung. Es muss nicht immer Raspberry sein, Alternativen zum Raspberry Pi, spreche ich das auch? Raspberry, das ist komische, was ist das eigentlich für eine komische Frucht, ne? Irgendwie Himbeere oder so, ne? Raspberry, Raspberry. Coole und schnelle Raspberry-Projekte. Wer also so ein Ding hat, das geht hier über mehrere Seiten. Media Center mit USMC. USMC, noch nie gehört. Ist ja gut, dass man manche Sachen noch nie gehört hat. Man braucht ja keine Zeitung kaufen. Aufgepackte Platine. P-Juice. Mobile Stromversorgung. Okay, also das ist also ein bisschen Raspberry Pi, geht so in Richtung. Kann man damit machen, was steuern oder so. Hi-Fi, Berry, Nahfunk, Zentrale für Systeminfos. Das ist wieder ein anderes Themachen. Mehr Software für Ubuntu. Wahrscheinlich, wenn einem das nicht reicht, was so ein Paket können ist. Ihr müsst ja Dinge kaufen, aber ich werde nicht gesponsert von der PC-Welt. Ich habe das seit 90er Jahren im Abo und muss das selber sagen. Entschuldigung. Das ist für so alte Zausel wie ich, ne? Wo wir bei den 90er Jahren sind. VHS-Aufnahmen digital. Weiß einer noch, was VHS ist? Ne? Das sind so Videokassetten. Die hat man noch daheim vielleicht liegen, ne? War mal auf dem Geburtstag 1990 mit so einer alten VHS-Kamera aufgenommen hat oder auf Video einen Film aufgenommen hat und George Orwell 1984 oder so und will das jetzt unbedingt auf dem PC digitalisieren oder irgendwelche Heimvideos, ne? Wo die Mutti noch gelebt hat damals im Krieg und so. Ja, kann man auch, ne? Das ist dann so Hardware, was man so braucht. Ne? Und dann mit Linux halten, weil mit Windows kann ja jeder. Identitätsprüfung unter Linux beim NPA. Interessant. Steuer und Finanzen, Steuersoftware. Neue Software, alte Software, ist quasi mein Kanal, neue Software könnt ihr da legen. Schnelle DNS-Server, ein schneller DNS-Server, der eigene wahrscheinlich, nehme ich mal so ein Media Center Kodi XBMC im Netzwerk, offene Ports finden und schließen, ja, ein bisschen Richtung Sicherheit wieder, sehr schön, Tiny RSS, ne, also diese RSS-Feeds, delikater Desktop, hoher Kontrast und so weiter. Desktop mit Walch, wie auch immer, KDE Plasma 6, das ist übrigens KDE hier, ist aber Linux Mint. So, KDE, ich muss an der Maus wackeln, sonst bin ich wieder weg. Ja, ich bin gleich weg hier, also keine Angst, das geht nicht mehr. So, Android Visor, KDE Plasma 5. XFCE-Fans, also Unity, also ein bisschen Desktop-Umgebungen, Rundumschlag. Unity ist das, was keiner gewollt hat. Ne? Jetzt haben wir es trotzdem. Konsolenkniffe, so Hardware-Hilfen. Und ich denke, hier sind produktive Programme. Ne? GIMP, ja, sehr schön. Also GIMP. Sehr gut, gutes Malprogramm. Skizzen mit Draw.io. LibreOffice, ein paar Tipps zur LibreOffice, also Texte, Tabellen, Kalkulation. Chrome und Chromium, Browser, Videos, Leserbriefe. So, und jetzt, apropos Leserbriefe. Linux ist ja schön, ich habe mittlerweile, es ist ja jetzt quasi Nikolaus, ne? Das ist ja immer so ein bisschen Geschenke und so. Oh, und ich habe mir gedacht, nach so vielen Jahren, da
kann ich gut Geschenke, Freunde, brauchen. Ich habe nämlich eine neue PayPal-Adresse, wo ihr mir was überweisen könnt. Hiermit schließen wir ganz schnell dieses Video. Ich hoffe, ihr mitgekommen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ihr Zähne waren teuer.